Moin, moin, Freunde. In der heutigen Folge geht es um unser Zellerbieneninstitut. Am Sonntag haben wir bei uns den Tag der offenen Tür. Alle Tore sind auf, alle Bienenvölker werden euch wahrscheinlich begrüßen. Und um euch ein bisschen die Angst zu nehmen und auch selber zu zeigen, ich habe keine Panik, habe ich mir heute Begleitschutz geholt von meinem Hannes Beims. Das ist Hannes Beims. Hannes Beims ist ja zuständig im Bieneninstitut als? Ich bin hier wissenschaftlicher Mitarbeiter und bin zuständig für den Nachweis verschiedenster Bienenkrankheiten und bin hauptsächlich im Bereich Labor und Forschung tätig. Sehr schön. Und wir sind hier direkt vor einem Bienenvolk. Du hast mir gesagt, dass es hier nur weibliche sind. Warum nicht zu den Männern oder war das dann zu gefährlich? Ja, das hat zweierlei Gründe. Also zum einen ist das Bienenjahr entsprechend weit fortgeschritten und die Bienen bestehen ja hauptsächlich aus Arbeiterin, einer Königin pro Bienenvolk. Und wenn man sie lässt, den Sommer über aus einigen hundert bis wenigen tausend, also meistens um die 500 Drohnen pro Bienenvolk. Jetzt ist allerdings das Bienenjahr schon weiter vorangeschritten und die männlichen Bienen nehmen keine Arbeiten im Bienenvolk da sind, sondern lediglich für die Weitergabe des Erbmaterials, also für die Paarung zuständig. Und da das Bienenjahr jetzt weiter vorangeschritten ist und diese Vermehrungszeit der Bienen eigentlich abgelaufen ist, werden die männlichen Bienen jetzt oder sind sogar schon von den Arbeiterinnen aus den Völkern rausgeschmissen worden, sodass es eben keine männlichen Bienen mehr darin gibt. Und dies hier ist noch eine Besonderheit, das ist ein sogenanntes Begattungskästchen. Darin werden dann ein Begattungskästchen. Okay. Junge, unbegattete Bienenköniginnen kommen dort rein mit einer Suppenkelle voll Arbeiterinnen und die werden dann zu einer sogenannten Belegstelle gebracht, wo dann diese Königin nur von ganz bestimmten ausgewählten männlichen Bienen begattet wird, sodass man tatsächlich gezielt züchten kann. Also es sind quasi Königinnen mit Stammbaum. Kannst du mir mal eine Königin zeigen? Ich habe eben schon mal geschaut, also hier sitzt eine Königin drin. Das ist eine unbegattete Königin, die noch keine Eier legt und die auch nicht gezeichnet ist. Wir schauen einfach mal, ob wir sie finden. Hier läuft sie schon, hier vorne, jetzt ist sie auf der anderen Seite. Da kommt sie, da ist sie. Hier die etwas größere. Wow, die hat irgendwie keine große Lust auf uns. Doch, da ist sie. Ja, die ist etwas flinker, ne? Das sind keine Killerbienen, wenn ich mich jetzt... Nein, das sind Reinzuchtbienen. Also man sieht schon, es ist etwas mehr drin. Wir geben ein bisschen Rauch, dass sie ein bisschen etwas runter mehr? Es ist Partytime hier gerade. Dann gucken wir mal, was wir da so finden. Ich glaube, der Hanf wirkt. Das ist jetzt hier eine Wabe. Da sieht man von oben schon, dass sich da auch Brut drauf befindet. Das heißt, wenn ich die jetzt mal ziehe, sieht man hier Brut in allen Stadien. Also man hat hier die Puppen, die sitzen in diesen gedeckelten Zellen. Hier oben, wo es glänzt, hier hat man Futter drin. Hier sitzen so ein paar, schieben wir mal hier an der Seite, da sind die Larven drin, die sieht man da ganz gut so im Weiß zusammengerollt. Hier oben sind junge Larven drin, Eier sind wahrscheinlich auch drauf. Krass. Kann ich mal so ein Volk halten, so dass ich mal ein ganzes einmal... Volk oder die Wabe? Soll ich dir das Mikro abnehmen? Am besten beide. Ja, gerne. Todesmutig, oder? Ist das todesmutig? Und jetzt schaue ich nochmal durch und gucke nochmal, ob wir eventuell irgendwo Bienen finden, die gerade schlüpfen. Hier oben, hier ist gerade eine. Also hier ist jetzt eine, die hat sich jetzt 21 Tage in dieser Zelle entwickelt und die öffnet jetzt dort gerade den Zelldeckel von innen. Hier sieht man das ganz gut. Und wir gucken jetzt bei der Geburt zu. Ja, also Geburt wäre ja eigentlich das Legen des Eis, aber die schlüpft jetzt so. Wir können da mal ein bisschen, ich helfe da also mal. Also wir sind Geburtshelfer. Ja, das dauert jetzt normalerweise so ein bisschen. Ich helfe da mal so ein bisschen, mache den Deckel auf. Und da sieht man jetzt die frisch schlüpfende Biene, die sich da jetzt rauszwingt. Oh Gott, wie eine Hebamme. Wir haben einfach geholfen. Und da ist sie und man sieht eben, dass sie so ein bisschen bepudert ist im Vergleich zu den nebensitzenden Bienen. Der erkennt daran eben, dass sie frisch geschlüpft ist. Es ist ja so, dass unwahrscheinlich viele Leute Panik kriegen oder Panikattacken haben. Und du hast mir praktisch die Angst genommen und gesagt, weißt du was, mach dir gar keine Sorgen, unsere Bienen stechen nicht. Und generell stechen sie nicht. Wann stechen sie denn? Also generell ist es so, die Biene sticht entweder, wenn sie sich bedroht fühlt, irgendwas verteidigen möchte oder wenn man sie eben quetscht. Also man sieht, man kann diese Bienen hier ohne weiteres auch streicheln, ohne dass irgendwas passiert. Wenn ich jetzt vorsichtig auflegen, nicht drücken, wenn man drückt, dann stechen sie. Wow. Also es passiert nichts. Wenn die Leute am Sonntag herkommen zum Tag der offenen Tür, darf man es vorwegnehmen, kriegen sie ein bisschen Honig zum Probieren? Also wir haben alles aufgebaut, wir haben im Laborbereich gezeigt, wie verschiedene Honige schmecken können, wie sie aussehen, wie man zum Beispiel einen Rapshonig von einem Robinienhonig unterscheiden kann, welche Parameter wir da untersuchen können. Wir haben für Kinder die Möglichkeit, Honig abzufüllen und natürlich auch Honig zu probieren und bei uns natürlich auch käuflich zu erwerben. Ja, super. Ja. Also ich würde dann sagen, vergesst den Heidepark Soltau, sondern kommt einfach Sonntag her und probiert ein bisschen unseren leckeren Honig.
So, es gibt noch eine zweite Veranstaltung in Celle am Sonntag, die Urban Challenge. Und da haben sich sehr viele kreative Leute ganz tolle Hindernisse ausgedacht und einen ganz tollen Parcours kreiert. Und ich denke mal, einige tausend Menschen werden zugucken und einige hundert Menschen werden teilnehmen und dann ganz, ganz wilde Sachen machen. Und ich bereite mich schon mal darauf vor und werde mal, wir haben nämlich gesehen, dass es Sandsäcke gibt, die mal ganz kurz rüber packen zum Schloss. Bist du so lieb und bepackst mich mal? Probier's mal. Ja. Und das ist eine richtig geile Trainingseinheit. Ne? So, viel kann ich nicht machen. Mein Meniskus ist durch und deswegen denke ich mal, dass auch der eine oder andere, der in den letzten Jahren Zweiter und Dritter wurde, weil ich nicht dabei bin, eine große Chance hat. Also viel Glück, ne? Amüsiert euch schön. Und diese eine kleine Biene, die heißt Maya. Maya. Anpusten mögen sie nicht, ne? Aber ansingen ja. Das ist okay. Okay. Maya. Ich höre mich an wie Karel Gott. Also dieses Jahr ist grün dran, rot dran, dieses Jahr ist rot. Ist dieses Jahr rot dran? Dieses Jahr ist rot dran, oder? Was? Ist dieses Jahr rot oder grün? Grün. Grün. Dieses Jahr ist grün dran. Die Königin ist aus dem letzten Jahr. Sicher? Ja. Gut, okay. Dieses Jahr ist grün dran,